Speisemaßsystem mit Energie von unserem Schiff. Dafür bringt uns das System nach oben. Sehr schön. Unterwasser-Atlantis-Tempel. Die Musik ist laut. Wow. Was haben wir hier? Das Land, das taucht wieder auf. Nachdem es jahrelang versunken war. Ostentief, Kundschaft freigeschaltet. Und ouch. So, hier können wir hoch, da können wir Knopf drücken. Leider nicht mehr rot. Rote Knöpfe haben immer irgendwas an sich. Spezielles. Aha, da gehen die Lichter an. Machen wir uns jetzt hier ein neues Zuhause. Könnten ja fast Wohnblocks sein hier. Entlang das halt. Sieht großartig aus. Das Soundtrack ist auch offenbar wahnsinnig laut ist. Fantastisch. Es ist Tag geworden. Und stehen wir noch da oben. Autsch. Wir sollten mal auf die Maschinen drauf springen. Au. Next try. Weiterfahren ist jetzt ziemlich möglich. Wir können ja mal die Segel
oder ist weiter vorne jetzt hier? Oh. Tut sich bewegen. Weiter geht die Reise. Ich kann nicht wirklich was machen. Ah, doch jetzt. Angeschaut freigeschaltet, was jetzt? Joa. Energie. Warte mal kurz den Moment genießen, bevor es hier unten der Stress gibt. Und das Feuer löschen. Kurz vorm Energiestoß haben keine Energie mehr. Gut, dann halt mit Windkraft. Vielleicht in Atlantis noch was finden können, mit Energie. Ah, okay. Ich habe schon gesehen, dass bei den Steam Achievements dieses Mal wieder ein Achievement für schaffe das Spiel in so vielen Minuten gibt. Das wird beim ersten Teil war das machbar, war auch schwer, aber uff. Also hier sehe ich ja wirklich, das wird mich anpacken. Das wird ein ganzes. Und das schaffen wir. Ich glaube, ich werde diesmal, bei Teil 1 habe ich dann. Ich glaube, ich habe das auch aufgenommen. Habe ich das aufgenommen oder nee? Ich glaube, ich habe das nicht aufgenommen. Bei Teil 1 habe ich auch eine Achievement-Jagd gemacht. Habe ich alle Achievements gesammelt. Mach mir die Säge nicht kaputt. Die brauche ich noch. Versuche hier zu segeln. Und war hier gerade so friedlich.
So. In den Nebel geht's. Oh nein. Ist nicht vom Schiff springen. Müssen die Landschaft genießen. Vom Eisberge. Oha. Ich wünschte, jetzt hätte ich Energie. Dann kämen wir hier schneller voran. Wenn man dem Tutorial-Video glauben will, geht das hier noch ein kleines bisschen. Ist schon voraus. Tock. Sollen wir da vielleicht mal tauchen oder? Oha. Zum Eisberg durchtauchen. Immer eine gute Idee. Ihr versteht schon. Eisberge. Sind größer unter dem Wasser. Riesig größer. Okay, da kommt ein Schiff aber glaube ich eher nicht vorbei. Mit dem kleinen Eisberg können wir durchtauchen. Den nächsten auch. Und das Schiff kommt dann niemals durch. Ich meine, das Schiff ist auch schon ein bisschen tiefer getaucht, aber ja. Wieder so ein Ding hier. Müssen wir hier wieder anlegen. Aber wie soll das gehen? Ohne Energie, wie soll das Ding hier runterkommen? Ich weiß nicht, ob wir das mit Schiff schaffen. Läuft wahrscheinlich drauf hinaus.
hoffen mal, dass uns die Flut treibt. Nix im Tank. Oh, ich habe einen Schweißbrenner. Sachen gibt's. Habe ich nicht gedacht. Könnten wir auch noch verfeuern, wenn es sein muss. Gut, das ist dann nicht mehr da. Jetzt haben wir auch den nicht mehr zum Verfeuern. Müssen wir hoffen, dass das so geht. Schiff läuft auf Grund. Ich habe halt wirklich keinen Antrieb. Können es noch selbst verfeuern. Ich muss mal gucken, ob ich hier nach irgendwas finde. Wir versuchen es mit dem Wasserauftrieb. Oh, warte. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Also ihr seht es hoffentlich auch. Ihr habt schon vor mir gesehen. Als Zuschauer sieht man immer Sachen. Die sieht der Streamer nicht. Ihr habt es wahrscheinlich schon vor mir gesehen. Die ersten reichen. Für die erste Mission hier. Nein. Jetzt anlegen. Auftauchen. Keine Energie verschwenden. Der blinkt so schön. Müssen wir wieder drauf. Und zurück. Feuerdampf zurück.
Was bin ich tun? Ja. Fast. Sehr schön. Angelegt. Nice. Scheint hier eine Unterwasserstation zu sein. Was könnte man Wohnraum vermuten? Ja, den Knopf dort. Nicht drücken wollen. Oh, mit Knöpfen. Ach komm schon. Das Ganze mal gerade machen. Eigentlich nicht gerade, sondern ein bisschen schief, damit das hier ineinander geht. Weiter geht es jetzt wirklich noch nicht. Um damit hochzukommen. Ich werde das hoffentlich jetzt nicht so aus dem Gleichgewicht bringen. Jetzt können wir hier wieder hoch. Fahrzeug wieder tauglich machen. Das kriegt man mit. Schweißer können wir brauchen. Oh, oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Das Schiff. Mein Schiff ist da gerade. Es macht eine Abfahrt. Ich komme natürlich hier erstmal nicht dahin, wo ich hin will. Es wirkt hier sehr gefährlich hier drin.
Ein Fischschwarm. Okay, wo geht's jetzt hin? Erzähl mir nicht in mein Schiff. Das zufälligerweise genau dort steht. Nordwestpassage. Ah, nach oben geht's. Was jetzt ohne Schiff mit dem Scheißgerät anfangen soll, weiß ich auch nicht. Bett Schweißer. Ich verdiene mich bei einem anderen. Bei einem anderen Schiff. Einem anderen Captain. Okay, am Nordpol. Ohne Schiff. Zu Fuß. Na super. Jetzt machen wir die Reise zu Fuß weiter. Oder was? Mit einem Schweißgerät in der Hand. Und nix als unsere Träume und Hoffnungen. Tja. Let's jump run. Eisschollen Parcours. Hui, nochmal. Nee, lieber Wasser trinken. Eisgelten Wasser frieren. Wir laufen barfuß, mit nackten Füßen durch die Schneelandschaft und frieren unheimlich. Wir laufen mit nackten Füßen durch den Schnee und frieren uns den Arsch ab. Ganz genau so. Zwei Körperteile in einem Satz. Tja, dann laufen wir also. Ich hoffe, vielleicht irgendwann ein anderes Schiff zu finden. Oder Heimat zu finden. Zu Hause. Das sieht doch für den Anfang schon gar nicht so kacke aus. Es hat ein Dach. Man könnte es warm machen hier. Schweißbrunnen haben wir schon. Oh, hier haben wir noch einen. Ich tausche. Der hat ein bisschen mehr Energie. Spieluhr. Wir nehmen beides mit. Damit.